mysterious murder in the house of Atkinson, wanton under Edge's countryside. Intriguing was the discovery of the body of the man who currently owns the manor house, Dwight Shaw, and it was completely decomposed while several witnesses assured that he was still alive. The residents of the village brought back to mind the strange disappearance of 8 teenagers 3 years ago, while their friends claimed that they had to sneak into the manor house. But village dwellers are confused that such a mansion with a bloody past is going to be remade. Some people assume that paranormal phenomena are the cause of several disappearances and murders committed in the house of Atkinson. This is the first time that a team of mediums and parapsychologists gathered to study the paranormal phenomena related to the Atkinson mansion and to unravel the mystery around the murder of Dwight Shaw and the other strange disappearances. Reminding that this place was a massacre scene which happened over 100 years ago, when the village residents attacked and burned the manor after the discovery of a satanic cult that killed more than 80 innocent people in demonic rituals. Some people say that these ghost stories are only fanciful, but no matter what they think, it is undeniable that a body cannot decompose in one night. Let's not forget that a satanic sect who sacrificed several innocent people lived also in this house 100 years ago. People are in need to know what's going on in that place, reminding that our special delegate went to the village of Wanton-under-Edge to cover the investigative team's researchers. We expect to have an answer on Atkinson's mansion phenomena. Do they really exist? Or it's just legends? People are convinced that the place is haunted by demons. Nobody dares to approach the old mansion. Meanwhile, the village residents are calling it... The Dark Occult. Herzlich willkommen im Cotton Club. Nein, im Cottenhaus. Irgendwie. Ah, da bewegt sich jemand. So, mal gucken, ob meine Horrorkamera funktioniert. Ja, sie funktioniert. Mahlzeit, meine Damen und Herren. Heute ist Freitag, heute ist Ramdamdam. Heute spielen wir Horror. Ich hab Bock drauf. The Dark Occult. Das dunkle Okkultismus. Oder das... Ich glaube, es hieß The Cotton House. Irgend sowas in der Art. Sie mussten das umbenennen, weil diejenigen es nicht wollten, dass da drüber irgendein Spiel existiert. Irgend sowas hab ich da mitgekriegt. Ja, schlimm genug. Wir haben das schon mal gespielt hier im Stream. Wir haben schon mal ein bisschen was gemacht, aber ehrlich gesagt, ich habe relativ viel vergessen. Das ist gut so. Ich habe es auch ein bisschen schärfer gemacht. Das ist also nicht so wischiwaschi wie normalerweise. Ja. Aber wie dem hat. Habt ihr das gesehen? Das ist so geil. Nachher bewegt sich auch die Puppe, nur zur Info. Die Puppe bewegt sich, der Stuhl bewegt sich, hinten rechts der Stuhl bewegt sich. Die Tür geht auf, die Lampe leuchtet, die untere sowie auch die obere. Das Bild hinten fällt runter, ja, es passiert so einiges. Man kann hier jetzt Stunden verbringen, Stunden zuschauen. Aber man kann auch spielen. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal. Leerer Schlitz. Dread-Modus. Die Hauptfigur hat einen längeren Sprint. Die Ladung der Taschenlampe hält länger und lädt sich nach dem Ausschalten automatisch auf. Weitere Hinweise, die dem Spieler helfen, seinen Weg zu finden. Die Feinde sind weniger aggressiv. Puzzles sind besser zugänglich. Spielekarte ist verfügbar. Möglichkeit, 36 von 46 Errungenschaften freizuschalten. Warum? Ganz einfach. Wenn du die schaurige Atmosphäre des Spiels spüren und erleben möchtest, die Geschichte entdecken und alles Spielereignisse durchgehen möchtest, ohne dich zu verirren, ist dieser Modus für dich.
Die Hauptfigur hat eine normale Sprinterung. Die Ladung der Taschenlampe hält weniger und lädt sich nicht nach dem Ausschalten automatisch wieder auf. Weniger Hinweise, der Spieler muss sich auf seine Fähigkeiten verlassen. Die Feinde sind aggressiver. Puzzles ändern sich zufällig jedes Mal, wenn du es noch einmal versuchst. Spielkarte ist nicht verfügbar. Möglichkeit, 45 von 46 Errungenschaften freizuschalten. Warum eigentlich zu wenig? Wenn du über gute Beobachtungsfähigkeit, Orientierungssinn, ein hervorragendes Gedächtnis und die außergewöhnliche Fähigkeit verfügst, deine Nerven in sehr anspruchsvolle und extrem feindliche Umgebung zu behalten, ist dieser Modus perfekt für dich. Spielekarte ist nicht verfügbar. Die meint damit die Map. Und das ist der Grund, warum wir Dread-Modus spielen. Willkommen nochmal. The Dark Occult. Der dunkle Occult. Cool. So. Wir haben ein bisschen Zeit. Wir können uns ein bisschen umschauen. Und, ja. Die Auflösung ist anders. Die Schärfe ist anders. Chromatische Aberration ist raus. Ich habe das Ding mal ein bisschen aufgehübscht. Aufgebitscht. Finde einen Weg aus dem Haus zu entkommen. Das ist unsere Zielsetzung. Oh, was haben wir denn hier? Ah, Tab-Taste festhalten. Finde einen Weg aus dem Haus zu entkommen. Ja, okay, das wissen wir. Nachteil? Ich glaube, die Tür geht nicht auf. Nö. Da liegt ein Brief. Ne, kommen wir nicht dran.
Da laufen Schafe. Okay, da geht's nicht weiter. Nee, da ist es nicht. Da kommen wir nicht durch? Okay, da müssen wir drum rumlaufen. Die einzige Möglichkeit bleibt nur noch die Ecke da. Ha! Punkt auf Punkt, vielleicht. Geht. Oh, Rattis. Oh, wie schön. Hallo. Na, alles gut? Und noch eine. Und noch eine. Eine große. Die wackelt ja sogar mit den Ohren. Ist ja süß. Spinnweben, ey. Aufstehen können wir nicht. Hingehen können wir auch nicht. Ja. Servus. Servus. Du musst die Teile der Karte sammeln, um sie verwenden zu können. Okay, aber ist eigentlich immer so, oder? Wenige Stunden später. Das Atkinson-Haus Wotton on the Edge. Treten Sie ein. Komm herein. Hello? Is anybody there? Was ein Glück, sieht unser Spiel so definitiv nicht aus. Ich glaube, ich hätte mich schon längst an die Arbeit gesetzt. Ah, das ist der Kronleuchter, der so quietscht. Finde die Expeditionsmitglieder, alles klar. Ist das eigentlich eine Taschenlampe? Okay, die Tür ist noch zu. Oh, it seems that the door was locked. Maybe there's a key around. Die Tür ist mit einem Schlüssel verschlossen. An der Tür ist das Sternzeichen Skorpion. Alles klar. Das ist Skorpion. Ich finde die deutsche Übersetzung so furchtbar toll. Wir haben ein Stück der ersten Karte gefunden. Ich glaube, das habe ich in unserem ersten Stück, wie wir es gespielt haben, auch noch nicht gemacht. N wie Nordpol. Spiegelkarte. Ah, cool! Da sind wir. Ist ja geil. Zurück, Escape. Inspektion, nix. Anmerkung, nix. Unterlagen, du hast noch keine Unterlagen. Cool! Dann gehen wir mal hier in den einzelnen Raum. Thank you.
Zombies. Warum habe ich hier einen Mauscursor drauf, wenn ich hier so stehe? Wenn ich hier stehe, nicht. Was ist mit dir? Werde ich bestimmt später noch feststellen. Ah. Everything seems normal. Auf den ersten Blick scheint alles normal zu sein. Ein einfaches, großes, altes und leeres Haus. Aber warum habe ich dieses seltsame Gefühl, ständig beobachtet zu werden? Sir James Roberts. Okay, Anmerkungen, Inspektion, Spielekarte. Können wir eigentlich spielen? Nee, ne? Nee. Okay, die zwei Figuren sind gleich. Is this blood? Ja. Da kommen wir gleich zu. Die Tür war eben offen. Da drüben, die war offen. Sehr mysteriös. Das ist der Skorpionschlüssel. Ja, du sollst nicht nach dem Blut gucken. Das Blut ist mir egal. Nimm den Schlüssel. Ja, genau. Der Skorpionschlüssel. Oh, what was that? Find allein schon das Bild heftig. Achso, wie viel Uhr haben wir eigentlich? 20 vor 12. In 20 Minuten ist Mitternacht. Oh, das wird was, wenn in 20 Minuten Mitternacht ist. Ja, na klar können wir da reingehen und da reingehen. Das ist richtig, aber ich gehe da noch eine Treppe nach oben. So verschimmelt. Hello. Is anybody there? Diese Tür steckt fest. Okay. Die Box ist gesperrt. Finde den Boxschlüssel, okay. Die Tür steckt auch fest. Sternzeichen Fisch. Finde den Fischschlüssel. Fischeschlüssel. Alles klar. So, zwei Möglichkeiten. Den da? Oder den da? Alle.
Okay, wir sind im ersten Raum. Ach, du Scheiße. Ich wollte gerade sagen, wir sind im ersten Raum, aber du gehst hier nochmal durch und kommst hier weiter und hier ist... Das heißt also, da ist ein Durchgang. Ein Riesendurchgang. Wieso wackelt jetzt die Lampe? Da ist eine Box. Okay, die ist auch zu. Sehen, was es ist. Man kann nur die Box wieder zumachen. Hier auf dem Tisch ist auch nichts. It's weird. Where is everybody? Keine Ahnung. Okay, wo sind wir? Genau, da ist jetzt die Tür, wo wir da hinten hin noch laufen können. Obwohl, da hinten ist eigentlich nicht mehr so viel. Das ist ganz praktisch. Das ist ganz praktisch, wenn wir... Wenn wir da lang laufen erstmal. Ich glaube, das haben wir beim ersten Mal nicht gemacht. Oh, da liegt ein Zettel. Die Arbeiter stoppten die Renovierungsarbeiten und alle verließen das Haus. Aber ich kann ihnen nicht die Schuld dafür geben, dieses Haus ist seinem Ruhm treu. Ich habe versucht, mich selbst anzulügen und die Realität zu ignorieren. Aber es muss klargestellt werden, dass dieses Haus wirklich verflucht ist. Dwight Shaw. Oh, noch eine Kiste. Auch zu. Okay, die Tür ist zu, dann können wir auf der Seite nochmal rein. Aber wieso ist da noch eine Tür? Ah, okay, das ist der Eingang da. Gut. Warte mal, hier links ist eine Tür. Und da ist auch eine. Oh, die haben wir ja gar nicht gesehen. Gehen wir die schon untersuchen oder gehen wir die erst später untersuchen? Die gehen wir später untersuchen. Wir machen erst rechts rum. Oh, es regnet sogar rein. Sternzeichen Stier. Ich bin mal so frei. Wo ist denn jetzt die Tür? Da. Gut, wir gehen weiter hinten raus.
Ja, wir haben ein bisschen was zu laufen. Have they already left the house? Links ist wieder ein Zettel. Ein Arbeiter ist gerade spurlos verschwunden. Seine Kollegen sagen, dass er in der Nacht im Haus spazieren gegangen ist und danach nicht zurückgekommen. Ich versuche zu glauben, dass er gerade weggelaufen ist, aber das scheint andere nicht zu überzeugen. Die glauben nämlich, dass ihm etwas Schlimmes passiert wäre. Die Arbeiter hören nicht auf, die Gerüchte und Legenden zu teilen, die sich um dieses Herrenhaus drehen. Einige von ihnen schwören, seltsame Dinge in diesem Haus gesehen oder gehört zu haben. Wenn es so weitergeht, kann es sich nicht auf dieser Baustelle behalten. Alton Lewis. Alter, sieht das schön aus. Robert. Robert, is that you? Wait. Wait! Der kann nicht weit weglaufen. Where did he go? Nach links. Hier ist Blut auf dem Boden. Okay, das kleine Bad. Entschuldigt. I have a bad feeling. Strange things are happening in this house. Schlechtes Gefühl, ja, haben wir beide. Ach, das sind Batterien. Ah. Wir haben noch keine Taschenlampe gefunden. Ach, du Scheiße. Abgang, aber keine Tür. Das ist bestimmt da hinten dran. Da gibt es bestimmt ein Buch zu ziehen, dann geht eine versteckte Tür auf oder sowas. Warte. Ah ja. Ich kann mich dran erinnern, aber nicht an diese Puppe. Ich kann mich dran erinnern, dass irgendwo an der Wand die Karten, die Nummern stehen für den Safe. Oder ist es aus einem anderen Spiel? Was ist das da unten? Kommen wir nicht dran, okay. Wieso sind es jetzt zwei? War das vorhin schon zwei?
If you're reading this note, it's probably because we're all dead. What's in this house surpassed anything I had imagined. It's impossible for us to leave this house. We tried, by all means, to eliminate the demon that haunts the place, but nothing seems to stop it. After much research, we discovered the existence of 5 artifacts that were used to conjure this demon into the world. It seems that these artifacts make it invincible. The only way to get rid of it would be to destroy these evil items by burning them. We specified the shape of 4 of the objects, but unfortunately, we didn't find any information about the 5th artifact. For now, we'll focus on the search and destruction of the 4 items we've specified. We'll have to separate to save time. I know it's a huge risk, but it's the only option we have. Vier Gegenstände. Finde die 5 Artefakte. 4 haben sie schon gefunden. Das 5. fehlt ihnen. Okay. Genau, das ist der Schlüssel. Unterlagen. Blake Williams Medium. Das Medium der Owner der Vorarbeit. Medium. Unfortunately, we did. Leider haben wir keine Erfahrung. Das 5. fehlt. Genau, das ist Teil 1. Also die Musikbox. Musikbox, Book of Magic, die Maske. Und dann hier so ein Stock. Alles klar. Dann gucken wir uns doch mal hier ein bisschen um. Was ist hieran nicht normal? Ich habe es auch gesehen. Diese mysteriöse Frau, von der jeder spricht. Sie war da, um uns zu beobachten. Es war die böse Inkarnation. Etwas Schreckliches wird passieren. Wir müssen den Ort so schnell wie möglich verlassen. Alter Louis. Und schon wieder Blut auf dem Boden. Zahlenschloss. Finde den Vorgängerschlosscode. Alles klar. Okay, wir sollen da reingehen. Ich habe gar keine Lust, da reinzugehen. Moment mal. Da geht doch eine Treppe hoch. Hier muss doch gleich wieder eine Tür sein. Oh, das geht runter. So.
Oh, unser Safe-Raum. Yeah. Jetzt so. Laute okkulte Sprüche. Sehr gut. Wir haben unseren Safe-Raum gefunden. Das ist doch schon mal schön. Das ist doch schon mal schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönes Wochenende, schönen Freitag. Für alle anderen. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Für die, die noch zugucken. Heute nicht mehr.